Ja, was läuft da eigentlich ab an den Aktienmärkten? Ist das FOMO, Momo oder Tina? Das ist hier kein Dadaismus, sondern das ist etwas, was vielleicht wirklich das Geschehen an den Aktienmärkten auf den Punkt bringt. FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist das erste. Momo ist Momentum, also praktisch eine sich selbst verstärkende Dynamik. Und das letzte ist Tina, there is no alternative. Es gibt keine Alternative, eben weil die Anleiherenditen zu niedrig sind. Dann bleibt praktisch nur der Aktienmarkt. Die Frage, die sich hier stellt, hat sich heute auch die Bank of America gestellt und das mal auf die Apple-Aktie abgeglichen und gesagt, naja, ist das jetzt FOMO, ist das Fear of Missing Out? Naja, nicht so richtig, sagt man, es ist schon etwas dabei, es ist Momentum auf jeden Fall, denn man sieht so, die Bank of America, dass es vor allem Retail-Investoren sind, also Privatleute, die in diese Aktien reingehen und Tina, naja, klar, es gibt keine Alternative, vor allem zu den Cash-Beständen, die eine Apple hat. Ein Geschäftsmodell, das funktioniert, zwar nicht sehr dynamisch wächst, aber man hat eben Cashbestände, die werthaltig sind. Da ist lange kein Risiko erkennbar, dass dieses Unternehmen etwa pleite geht. Also es ist mehr Momo, sagt jetzt die Bank of America, weniger Tina, ein bisschen Momo, ein bisschen von allem wahrscheinlich, um diesen Quatsch mal sozusagen so zu formulieren. Es ist letztendlich eine Situation, in der vor allem die Privatleute sich sehr stark engagieren. Das Volumen, vor allem im Optionsbereich, ist deutlich gestiegen. Das Volumen im Aktienbereich, das die Privatleute bewegen, ist deutlich gestiegen. Was machen die Profis, ist die große Frage. Mohamed El Erian hat gesagt, die sichern sich ab über Optionen wiederum, die sagen, das wird uns langsam ein bisschen heiß, wir müssen zumindest abgesichert sein. Das erklärt vielleicht auch, warum der VIX so hoch steht, obwohl ja die Aktienmärkte in den USA auf Allzeithoch stehen. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Apple genauer an, dann haben wir heute wieder einen Anstieg von über 2%, also wieder viele Milliarden an Marktkapitalisierung, die aus dem Nichts geschaffen wurden, dem Aktiensplit sei Dank. Jetzt ist die Aktie mehr wert als der gesamte Russell 2000, also dieser Nebenwerteindex, beziehungsweise gleich so viel wert, so um und bei. Das heißt, ein Unternehmen ist so viel wie 2000 oder so viel wert wie 2000 andere Unternehmen. Das ist schon ein starkes Stück. Und wir haben einen anderen Highflyer heute, der nicht so wirklich lachen kann. Das ist Tesla nach dem extremen Anstieg gestern, als man alleine über 50 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen hatte, eben wegen des Aktiensplits. Da hat man sich bei Tesla gedacht, boah, da geben wir mal neue Aktien aus im Volumen von 5 Milliarden Dollar. Man macht das über eine Methode, die sonst eigentlich nur Firmen wählen, die wenig Umsatz haben, die kaum Gewinn haben. Und naja, mit dem Gewinn, das stimmt ja irgendwie bei Tesla. Da ist ja ohne die Emissionsrechte kein Gewinn wirklich erkennbar. Jedenfalls die Tesla-Aktie als zweiter Highflyer neben Apple heute leicht in der Defensive und mit Kursverlusten, mit Kursgewinnen reagiert dagegen Zoom. Wir sehen hier die Anzahl der Zoom-Konferenzen, die wirklich skyrocket-mäßig unterwegs ist, also wie eine Rakete nach oben geht, während auf der anderen Seite die Flüge, also das, was man sozusagen früher gemacht hat, im Geschäftsbereich irgendwo hingeflogen ist, sich getroffen hat, das hat sich zwar ein bisschen erholt, aber sehr zittrig, nicht so wirklich, während eben die Zoom-Konferenzen nach oben schießen, das Unternehmen ja gestern mit überragenden Zahlen, man kann es nicht anders sagen. Das bringt so ein bisschen einen Trend auf den Punkt. Es bringt auf den Punkt, dass wir mehr im Homeoffice sind, dass viele im Homeoffice arbeiten. Was bedeuten wird nach meiner Auffassung, dass die Großstädte ein Stück weit an Bedeutung abnehmen, wenn die Leute mehr im Homeoffice sind. Dann können sie weitere Entfernungen in Kauf nehmen, gehen vielleicht ein, zweimal die Woche ins Büro oder vielleicht nur ein, zweimal im Monat. Und dann kann ich eben auch woanders wohnen. Dann muss ich mir nicht die Großstadt mit den Preisen antun. Das sind vielleicht die Trends, die jetzt durch die Corona-Geschichte beschleunigt wurden, die vielleicht so oder so gekommen wären, aber die jetzt eben deutlich beschleunigt werden. Kommen wir zu something completely different, kommen wir zu der Frage Value gegen Growth. Wir sehen hier, dass Growth Value so stark outperformt, also Value, herkömmliche Geschäftsmodelle, dividendenstark in der Regel gegenüber Wachstumswerten, und wir sehen, wir haben jetzt eine Situation, die schon ins Extrem neigt, also es wäre vielleicht perspektivisch
gar nicht so schlecht, jetzt langsam mal wieder auf Value zu setzen und The Growth dagegen unterzugewichten. Das kann ja noch eine Zeit so weitergehen, aber irgendwann wird jede Welle mal irgendwie enden und dann kommt eine andere Welle. Dementsprechend ist vielleicht jetzt nicht der allerschlechteste Zeitpunkt, hier mal antizyklisch vorzugehen und zu sagen, ich investiere mich in Value und gehe raus aus Growth. Zumal wir sehen, dass derzeit noch der Markt nicht wirklich breit aufgestellt ist. Hier sehen wir unten den S&P 500 Index mit neuem Allzeithoch. Auf der anderen Seite den Value Line Geometric Index, also in dem alle Aktien des S&P 500 gleichgewichtet sind. Und da sehen wir, da sind wir, die obere Grafik hier, sind wir weit entfernt von den Allzeithochs. Also the winner takes it all, diese Apples, diese Teslas dieser Welt, die haben das so massiv konzentriert. Da ist eine Ballung von Geldern, die natürlich auch gewisse Risiken enthält, wenn da mal irgendwas schief geht. Und es kann durchaus eine Menge schief gehen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wenn der August ja so stark war, wir hatten ja jetzt den stärksten August seit dem Jahr 1986, wenn der August so stark war mit einem Anstieg von mehr als 5% an der Wall Street, dann war die durchschnittliche Performance im Rest des Jahres minus 2,55%. Das ist Durchschnitt, das sind Statistiken. Klar, kann alles anders sein. Aber wir sehen, dass gerade so in etwas merkwürdigen Jahren, 1945 war der August sehr stark, ein ganz tolles Jahr. Wir hatten das Jahr 1932, da war doch was mit Wirtschaftskrise, 1933, da war doch was mit dem Herrn aus Deutschland respektive Österreich. Also da ist man in prominenter Gesellschaft, kann man sagen, was den Anstieg im August betrifft. Und wir sehen, dass die Dividendenrendite im S&P 500 so gering ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Warum? Weil viele Unternehmen jetzt im Gefolge der Corona-Krise ihre Dividenden gesenkt haben auf der einen Seite und weil eben die Kurse so stark gestiegen sind. Und wenn ich dann nicht die Dividende senke, aber zumindest dann gleich lasse, dann ist natürlich die Dividendenrendite geringer, wenn die Aktie teurer wird oder im Kurs steigt, dann sinkt automatisch die Dividendenrendite. Wir haben nach wie vor so ein bisschen Sommerloch heute, man kann es nicht anders sagen. Wir hatten heute den ISM Manufacturing Index, also den ISM Index für Gewerbe. Der war überragend, vor allem was die neuen Aufträge betrifft, mit über 67. Bester Wert seit 2004. Was aber auffallend ist und vielleicht wichtig noch wird in dieser Woche, ist, dass die Beschäftigungskomponente deutlich zurückbleibt. Die ist deutlich schlechter. Wir haben ja morgen den ADP-Arbeitsmarktbericht. Wir haben am Freitag die großen Arbeitsmarktdaten. Also das wird schon interessant. Und interessant natürlich auch das Geschehen an der Wall Street, respektive in Washington und die Reaktion der Wall Street darauf. Wir sehen, dass die Zustimmungswerte von Trump relativ eng korrelieren mit der Entwicklung der Corona-Krise, der Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA. Geht die zurück? Ist das gut für Trump? Geht sie hoch? Ist das schlecht für Trump? Derzeit ja liegt man so, naja, ziemlich gleich auf nach vielen Umfragen zwischen Trump und Biden. Abschließend noch das, was heute aus Europa kam, nämlich Deflation. Wir hatten die Verbraucherpreise minus 0,2% und das angesichts einer Bilanzsumme der EZB, die skyrocketing ist, die also praktisch in den Himmel schießt, aber das Geld kommt in der Realwirtschaft nicht wirklich an. Wir haben jetzt also die EZB, die in der nächsten Woche tagt, so ein bisschen unter Druck, muss sie vielleicht noch mehr machen. Das ist der Grund auch, warum heute der Euro kurz mal über die 1,20 gelaufen ist, höchster Stand seit 2 Jahren. Aber dann wieder ein bisschen zurückkam, eben weil es so aussieht, als dass die Eurozone jetzt in der Deflation ist und dann möglicherweise die EZB noch mehr ihre Geldpolitik aufweichen muss. Und das wäre ja dann wiederum schlecht für den Euro. Schauen wir uns einmal die Charts an, meine Damen und Herren. Ja, es sind die Charts von Capital.com. Sie haben es vielleicht erraten. Wir sehen hier den DAX auf 4-Stunden-Ebene, wie alle anderen Charts. 12.960. Es tut sich nicht viel. Es ist ein bisschen fad. Es ist Sommerloch. Man kann es nicht anders formulieren. Schauen wir uns mal den Hickflyer an hier aus den USA. Das ist der Nasdaq 100, 12.250. Es geht weiter nach oben, meine Damen und Herren. Warum auch nicht? Wir sehen den schon angesprochenen Euro-Dollar, der bei 1,1948 jetzt ist. Hier sehen wir diesen Peak über die 1,20er Marke und wir sehen Gold, das auch schon so in Sichtweite der 2000er Marke war, dann aber wieder etwas federn lassen musste bei aktuell 1974 Dollar. Also, das ist die Situation. FOMO, MOMO, TINA. Von allem ein bisschen was, der Wahnsinn geht weiter. Normalerweise ist die Zeit nach dem Labor Day, der nächsten Montag ist, in den USA ja ein Feiertag, ein wichtiger,
Eine schwierige Zeit für die Aktienmärkte, saisonal. Mal schauen, ob es diesmal auch so ist oder ob diesmal alles FOMO, Momo oder Tina weiter bleibt. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.